Sie leitet ein Unternehmen, sie ist an einem neuen Unternehmen beteiligt und sie organisiert täglich Hilfe für die Ukraine. Tatjana Kiel, jetzt auf Fehmarn. Tatjana, wir erleben hier gerade Strandalltag, Normalität. Wie schwer fällt dir das, wo du ja jeden Tag Tragisches aus der Ukraine hörst? Mal am Telefon, mal in Videokonferenzen. Also jetzt gerade tut es mir sehr gut, weil ich eine sehr anstrengende Woche hinter mir habe und genau das einmal zum Ausgleich brauche. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Es ist nicht immer einfach, die Normalität zu sehen, wenn man weiß, dass es so viel auf dieser Welt gibt, was alles ist, aber nicht leicht, sondern sehr viel schwerer hat. Nun hast du aus der Taufe gehoben, zusammen mit Wladimir Klitschko, We Are All Ukrainians. Daraus ist eine richtige Hilfsorganisation geworden. Was können wir uns da vorstellen? Was tut ihr wöchentlich, monatlich? Was bewegt ihr da? Das hat sich im Laufe der Zeit extrem geändert. Also am Anfang war die Bereitschaft gerade von Wirtschaftsunternehmen sehr, sehr groß, viele Güter umsonst rüberzubringen. Das hat sich gewandelt. Wir haben angefangen, Pakete zu schnüren, also zu sagen, lass uns doch für eine bestimmte Zielgruppe Hilfe, die da drüben gebraucht wird, wirklich anbieten zu können und das auch wirklich nur mit einem Unternehmen zu machen, damit einfach auch Transparenz da ist. Wir machen ganz viel durch Aufrufe. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, ist es gar nicht das Thema Prothesen, die gebraucht werden. Also die werden gebraucht, aber das viel Wichtigere ist im Moment, dass alles, was dazu führt, mobil sein zu können, wenn du ein Gliedmaß verloren hast, erstmal zu bewerkstelligen und deswegen braucht es zum Beispiel Rollstühle oder Armstützen. Deswegen haben wir dafür einen Aufruf gemacht. Das heißt, wir versuchen sowohl die Zivilgesellschaft immer wieder zu motivieren, auch darüber nachzudenken, was zu geben, mitzumachen, mitzudenken, laut zu bleiben. Und auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die sehr gezielt an einem Thema arbeiten können. Wir haben super tolle Unternehmen, NGOs vor Ort, die das mit uns umsetzen und die uns auch größtenteils die Bedarfe wirklich im Detail überhaupt nennen können. Du hast eben schon was genannt, an dem es gerade mangelt. Woran fehlt es sonst noch? Und ich erahne, dass du sagen könntest, an allem. Es fehlt halt an Ruhe und an Alltag, ne? Das ist natürlich alles nicht da, obwohl natürlich auch im Krieg irgendwann Alltag irgendwie herrscht und das schon verrückt ist. Ich glaube, woran es am meisten mangelt, ist im Moment, dass über die ganz schweren Themen wirklich gesprochen wird. Und daran will ich arbeiten, daran wollen wir arbeiten, dafür wollen wir weiter laut bleiben, weil dass Kinder deportiert werden, da kann ich euch gar nicht genau sagen, was braucht es jetzt. Ja, es braucht Geld, klar. Und es braucht eine Riesenorganisation, die wieder zurückzuholen und daran müssen wir arbeiten. Aber das hat im ersten Schritt gar nichts mit dem zu tun, was wir bis jetzt gemacht haben. Und deswegen tasten wir uns da seit Ende letzten Jahres wirklich ran und gucken, wie wir dafür Antworten finden können. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit dem RTL-Spendenmarathon 12 Waisenhaus-Hubs aufgemacht. Das sind Kindertagesstätten, wo nicht unbedingt nur Waisen sind, sondern wo Kinder, die keinen Alltag erleben dürfen, hinkommen dürfen, um eine Routine, um Rituale überhaupt beizuwohnen. Weil wenn du Kindern, also uns Eltern, Erwachsenen auch, aber wenn du Kindern keinen Alltag gibst, dann drehen sie irgendwann in ihren eigenen Gedanken durch. Ne? Mhm. So. Deswegen versuchen wir präventiv, die Kinder nicht auf der Straße zu lassen, damit sie nicht weiter deportiert werden können, aber wir versuchen eben auch Kinder wieder zurückzuholen und wir versuchen auch, wenn Kinder wieder zurückkommen mit ihren Eltern, ihnen eine Möglichkeit zu geben, tatsächlich aufgefangen zu werden und psychologische Betreuung zu bekommen. Bleiben wir mal bei eurem Engagement hier in Deutschland. Wie schwer ist das, hier immer wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen und gegen etwaige Ermüdungserscheinungen anzuarbeiten? Ich muss dir sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass Ermüdungserscheinungen eintreten. Ich habe den Eindruck, dass die Schwere der Themen das ist, was die Leute nicht täglich mehr hören können, weil sie sich eben auch selbst schützen wollen. Aber wenn du ihnen sehr konkret sagst, wie sie helfen können, sind sie alle dabei. Also da gibt es niemanden, der mir ins Gesicht sagt, nee, das mache ich nicht, finde ich blöd. Ne, es gibt welche, die sagen, ich kann gerade nicht aus irgendwelchen Gründen, aber es gibt nicht die Ermüdungserscheinung. Es gibt die Schwere und ich hätte auch gerne mehr Leichtigkeit, um ehrlich zu sein. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, wo ihr so ein größeres Thema sehr konkret gefasst habt?
Also bei dem Staudamm-Thema war es zum Beispiel so, dass wir wussten, dass Essen und Trinken, Desinfektionssachen, einfach Hygieneartikel fehlen. Und dass wir deswegen wussten, mit einem Partner vor Ort, wir wollen ja vor allem die Wirtschaft vor Ort auch wieder ankurbeln, dass wir innerhalb von 3 Tagen Pakete packen können, wo 120 Produkte drin sind, die eine Familie ungefähr eine Woche über Wasser halten können. Und deswegen haben wir einen Aufruf gemacht über LinkedIn und das hat genau 3 Tage gedauert. Da hatten wir 35.000 Euro. Das sind dann schon auch eine Menge Pakete, wenn du pro Paket 60 Euro hast. Und die Bereitschaft war immer da und ist auch nach wie vor, geht die nicht weg. Ich glaube, wir würden das gleiche Ergebnis wieder machen, wenn es so einen Notfall gäbe. Aus diesen Beobachtungen, die du gemacht hast mit Blick auf die Hilfskonvois und die Organisation von Hilfe, ist ein Unternehmen geworden. Score for Impact. Was steckt dahinter? Genau, also wir haben eine sehr Ad-Hoc-Initiative aufgebaut, ein NGO, das ist We Are All Ukrainians. Und wir haben gemerkt, da geht es viel um Spenden, da geht es um Spendenbereitschaft, da geht es um Produkte, die wir rüberbringen. Und wir haben einen großen Partner, nämlich DM, gewinnen können, sehr früh für ein bestimmtes Thema zu stehen, nämlich für die Mütter und ihre Kinder, weil die Kinder ja zu früh geboren werden in Krisenzeiten. Und die Frage war, wie schaffen wir es vielleicht, diesen Impact messbar zu machen, den DM da gegeben hat. Und als Zahl, bis vor einem Monat hatte DM alleine 750.000 Produkte gespendet und rübergebracht. Und wenn wir jetzt noch sagen könnten, was bedeutet das eigentlich in unserem Leben, einen solchen Impact mit einem Unternehmen leisten zu können und wie schaffen wir es, auch andere Unternehmen dazu zu befähigen und auch Lust darauf zu haben, zu merken, wie viel man im Sozialen eigentlich machen kann, weil wir am Ende alle auf dieser Welt leben und alle doch hoffentlich einen positiven Impact für unsere Kinder auch hinterlassen wollen. Also wie kann man das messbarer machen? Diese Antwort wollen wir jetzt geben. Das heißt, wir gehen eher weg von Spendengeldern hin zu Unternehmensmitgliedern, mit denen wir gucken wollen und ganz gezielt zeigen wollen, wie man wirklich Social Impact leisten kann. Das bedeutet auch, da kann ein Unternehmen zu euch kommen und sagen, wir möchten uns engagieren, wir möchten die Welt ganz groß ein bisschen besser machen und ihr findet darauf Antworten, organisiert das und macht es auch messbar. Absolut, genau das ist das Ziel. Impact ist so ein Begriff, der dich, glaube ich, wirklich bewegt. Das ist mir deutlich geworden, auch im Vorgespräch. Das heißt, dir liegt wirklich an echter Wirkung. Und insofern nehme ich an, bringt dich das unter die Decke und auf die Barrikaden, wenn es um Greenwashing geht, Alibi und Fake-Veranstaltungen und Engagements. Ist das so? Das ist so. Wenn man lange und viel mit Marken gearbeitet hat, dann weiß man, dass man eine Marke wirklich nur nachhaltig aufbauen kann, wenn man es ernst meint. Man darf Fehler machen, ne? Und man darf auch auf dem Weg merken, dass das doch gar nicht so viel Impact war, den man leisten konnte, wie man eigentlich wollte. Was nicht geht, ist, dass man so tut, etwas wirklich bewegen zu wollen und es am Ende nicht macht und nicht schafft. Weil Marken haben eine unglaubliche Kraft und das ist eine Verantwortung. Und diese Verantwortung muss ernst genommen werden. Ich nehme meine Verantwortung als Erdbürger, aber auch als CEO total ernst. Und deswegen ist das für mich immer schon so gewesen, dass das, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man Greenwashing machen kann. Das ist mir unbegreiflich.